Jo. So. Ja, das sind ja die Anfangsfahrzeuge, ne, die man so hat. Weiß jetzt auch, wie Patty aussieht. Ach so, Patrick. Weißt du das auch schon? Nee. Guck dir seinen letzten Stream an. Hat er mit Facecam gemacht. Ah. Ja, das werde ich auch nochmal irgendwann machen. Aber erst, wenn das Verband alles weg ist. Einer Thomas. Christian, grüß dich. Sascha Schmidt, grüß dich. Sascha Böchers, Moinsen. Jan, grüß Gut. dich. Du Dresch. Und so riecht die Anhänger. Haben wir überhaupt schon ein Feld? Weiß ich. Mal Weiß ich gucken, nicht. haben wir Hast du schon. das schon gespielt? Ach, das ist schon wieder. Doch, die müsste fertig sein, die Rechte. Gut, dann hole ich. Ja. Ach, da ist ja einer. Ups, los, geht der hoch. Hier ist auch dieser Ölmod auch wieder mit drauf aktiviert. Habe ich schon gesehen, aber nicht bei jedem Fahrzeug wird das wieder Nee, angezeigt. jeder nimmt das leider nicht an. ETS mache ich morgen ab 20 Uhr. Huch, die Fahrzeuge waren schon standardmäßig. Die Anhänger, ne? Okay. Ich nehme nicht die Drehschirme. Ich habe jetzt einen anderen gekreist. Kannst du ja verkaufen und holst dir Hab doch anderen. schon einen. Ach, Hast hast du schon. schon. Ist in dem Sinne derselbe, nur nicht als Drehhebel. Sondern als, wie sagt man dazu? Welt! Also ich. Jetzt haben wir uns verhakt. Ding. Ich bin frei. Verkaufe ich die Drehschirme aber Oh. schon mal. Rainer, grüß dich. Ne, weg mit den Dingern. Beim Hostel ist auch eine Map dabei. Nee, eine Map ist eigentlich nicht dabei. Nö. Sind nur die Geräte. Die zeige ich euch gleich mal. Ist ein großes Paket. Oh, ich glaube, wir müssen doch vorstellen, ne? Sieht noch so grün aus. Vorderteil. Ah, Moment. Hallo. Telefon. Genau. Parsifal Richter. Die Leinstraße. Inwood, ja. Fuhren erst von der MH raus. MH raus. Fuhren erst rausgekommen.
kann man erstmal in jeder Situation aufbringen. Zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Was kann ich da machen? Ah, ich muss ja. Geht Urlaub und frei machen, aber nicht so. Schlecht natürlich. Oh, ich sag dir. Doch. So, wieder da. Hm? Ist reif. Gut. Warum steht in der Beschreibung Sula Gamer? Das ist nur ein Link von einem Streamer, der sehr gut ist. Der hier uns auch geholfen hat mit dem Teamspeak einrichten. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr da mal ja mal raufgucken. Aua, du bist mir in meinen Fuß gefahren. Oh, sorry. Oh, wieder ein Arbeitsunfall. Oh, hört das voll gar nicht auf. Ja, du bist im Arzt. Auch einer krank. Machen wir mit Strohablage oder ohne? Mit, ne? Ja. Rundbein oder Quaderbein dann? Also, mir ist egal. Ja. Also ich mache ja gerne. Also ich kann Rundballen besser stapeln. Ich mag die Rundballen auch lieber. Gut, dann machen wir Rundballen. Ja, die Entscheidung ist aber schnell gefallen. Aber da ist kein Link. Da ist kein Link drin. Oh, da muss ich nochmal nachgucken. Da sollte eigentlich ein Link drunter sein. Alexander, grüß dich. Leon, grüß dich. Ab durch das dicke, fette Schlammloch. Na gut, ist eigentlich nur ein kleines. So, ich
mal kurz den Helfer rein, dann zeige ich euch mal die, Hosch-Sachen. So, ab hier geht's los. Also drei Grober sind dabei. Dann der Selbstfahrerspritze. Seemaschinen. Vor allem das Gute ist, diese 12 Meter mit für Mais und so. Endlich mal eine große. Düngestreuer. Güllefass. Schnitzgerät. Das müsste für Silage machen. Achso, wenn du eine Gülle düngst, hinten zum Anhängen. Gülletransporter. Was haben wir hier noch? Überladewagen. Was ist? Flüssigkeitstransporter für Düngerflüssigkeit. Für Saatgut und Mineraldünger zum Überladen. Habe gefunden. Okay, Tobias 33, grüß dich. Gamer Show 2000 hatte ich immer in seiner Videobeschreibung verlinkt. Bei Kanalinfo. Das finde ich super. Dann sage ich mal vielen, vielen Dank. Ups, dafür. Ich wollte noch gar nicht rausgehen. So, dann haben wir den Wehenhus. Ist auch gestern rausgekommen. Wehenhus-Pack. Und da wollte ich auch nochmal gucken. So, auf hier geht's los. 40, 45.000, 50.000 und der Größe hat 55.000 Liter zum Häckseln. Finde ich super, weil die Wehenhus, den mochte ich so sehr gerne. Da kann man aber kein CCM reinmachen. Die Wehenhus. Nein. Weil das ein Silagewagen eigentlich mehr ist, ne? Das sehe ich auch hier gerade. Hier. Ach ja, fährt und dann bin ich noch etwa bin circa 10 Minuten da. Alles klar, Rainer. Und der Komposter ist auch da oben in der Nähe. Sie auch. Aber diesmal möchte ich bitte den anderen haben. Nicht dir mal die Tür. Du hast ihn als Freund. PS4, heißt Zwergkönig. Ach, Zwergkönig. Ja, ja, das sagt mir was. Den habe ich drin, ja. Gut, gut. Oh, und auch schön viele Grünflächen hier. Kannst du echt was und alles mähen. Aber ich glaube, den Krone haben wir nicht drin, ne? Den habe ich, glaube ich, vergessen, den Krone. Den wollte ich reinmachen. Wollten wir den nicht... Wollt das letzte Mal mit reinnehmen? Ey, hab ich schon wieder vergessen. Man wird alt. Ja, wenn man mit den Kronen mäht, dann spart man sich das Schwadern. Nee, ich meinte den Anhänger. Ach so. Die Ladewagenkrone. Die Anhänger hast du drin. Aber nicht die Krone. Nein, du hast... Ich musste mir eben irgendein Krone-Ding runterladen. Warte, ich guck mal. Doch. Was? Krone Ladewagen. Hast du drinne? Bin ich blind? CX550GD. Der Ladewagen ist Krone. Soll ich den hier nicht an? Oder Anhänger? Oder Kipper? Ladewagen. Ach, Ladewagen. Ach ja, ich Idiot. Oh Gott. Ich bin nach Hause. Du bist doch zu Hause. Ja, da sind sie doch, genau. Das Landei. 71.500, das ist der größte, den es gibt. Genau, und dann müssten wir eigentlich. Dann kann ich den, glaube ich,
große das Mähwerk drin haben. Ne, den haben wir hier nicht drin. Ah, den haben wir vergessen. Die Krone. Was ist denn? Aber wenn wir das schon die Mähwerke drin haben, dann geht das doch. Ja, aber der ist super, weil der schwadet auch gleich. Der hat ein riesen Mähwerk dran. Mhm. Von Mottop. Hast du die nicht runtergeladen, der letzte Mal neu kam? Den gibt's ja jetzt auf PS4 Krone. Auch. Krone. Ja. Ja, den meine ich ja mit schwadert gleich direkt. Ja, den habe ich hier nicht drauf. Du wolltest du schon das letzte Mal reinlegen. Ja, den muss ich vom Server runterladen. Hast du eigentlich eine Karte schon wieder runtergeschmissen? Ja, hier das Hügelland. Ja, richtig so. Okay. Ist mir zu groß. Die Blitzerkarte. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Geld wir da gelassen haben, nur wegen die blöden Blitzer. Also ich zumindest habe sehr viel da gelassen. Ja. Aber immerhin konnte ich Peter Auskunft geben, wo einer steht. Hatte heute kurz 20 Zuschauer. Rainer, das ist doch super. Das ist doch ordentlich. Stimmt, der Helfer hält hier mal an. Gib mir dein Korn. Ja, läuft. Kann ich ja eigentlich jetzt schon mal anfangen zu pressen, oder? Praktisch oder nicht? Ja, dann könnte ich ja. Was haben wir eigentlich noch für Fahrzeuge? Valtra. Dann presse ich nebenbei. Und Case. Aber unsere anderen Felder sind noch nicht gesehen. Nee, das müssen wir nämlich auch noch machen. Ich würde ja gerne die Hosch holen. Ja, mach doch. Ach Joch. Noch kurz schnell zur Bank. So. und fast immer 12 bis 15 Zuschauer. Das war heftig. Na. Ach, die Bank war heute aber mal wieder lieb zu uns. Ja. Das passt. Gut, dann werde ich schon mal sehen. Ich sehe, wo sehe ich denn hin? Brauchen wir denn eigentlich? Wollen wir da gleich Mais drauf machen auf der anderen? Ja. Dann können wir nämlich die Hosch raus testen. 12 Meter. Kaufen. Ja. Braucht 220 PS. So, das war das Video, jetzt auch auf 245 Aufrufe. STRG links und 0. So, sieht ja richtig gut aus. Nur die Frage, ob wir vorher grubbern müssen. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Auf dem Feld oder wie? Ja. Das so Feld 44 ist komplett leer. Also da kannst du gleich direkt sehen. Feld 44 ist ja direkt in mir.
Guten Player, Navin, grüß dich. Mal gucken auf den Hof, wo wir da Saatgut haben. Aber bei den Kompassen, hier muss man wieder diese Länge bringen, gell? Oder? Was, Kompass? Der Kompost, der braucht wieder Diesel. Der braucht hier Diesel, ja. Meine ich. Also ich habe letztes Mal noch nicht getestet, da war ich noch nicht so weit. Oder war der ohne? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist besser als John Deere. Das heißt besser. Sind alle gut. Alles klar, Rainer. Okay, Christian, ja, ist nicht schlimm. Ach, ich wollte doch zum Hof. Ich muss erst auftanken. Sorry, Drescher. Anscheinend müssen wir auch die platzierbaren Dinger raufsetzen. Das könnte nämlich sein. Okay, gab es nämlich nichts zum Auffüllen. Nee, müssen wir jetzt draufsetzen. Ja, mit einem schönen Haus schon im Einsatz, jawohl. Sieht ganz gut aus, mal sehen, wie er sich macht. Ich habe heute meinen Tank voll gemacht vom Hof. Ja, Christian, ist auch in Ordnung. Super. Ist auch nicht schlimm, wenn einer mal nicht kann. So, brauchen wir erstmal. Da geht nicht. Ja, das ist ein bisschen eng hier alles, ne? Der Hof ist auch schön groß, nein, bleib stehen, Ball, nein! Nicht runterrollen, du schubst sonst die anderen an. Nein. Lass das. Nein. Ich schicke dir mal ein Foto, Thomas. Alles klar, ist ein Schaden. Ja, ein paar Sachen haben wir hier, die wir so verkaufen können hier. So.
Mais. Mais, Mais. Bauen wir noch Dünger. Heute kommt der TÜV rein. Sehe, habe mich da verwechselt. Ach so. Dann hoffe ich, dass es jetzt klappt, so wie es. So, hoffe ich, müssen wir jetzt nicht erst grubbern. Eigentlich nicht. Schon mal. Oh ja. Klack. Oh, Thomas macht wieder Rauchzeichen. So, glaube ich jetzt, Tobias. Ich brauche zwei Fotos, okay? Können wir nämlich nachher den Venus testen beim Maishexen. Jetzt weiß ich wieder, wie der eine heißt. Welcher? Ah, einer aus der Firma. Ach so. Weil ich habe mich nämlich mit meinen Eltern eben unterhalten und mir fiel der eine Name nicht mehr ein. Holger. Holger. Bin mal gespannt, wann meine Lehrerin vorbeischaut. Vielleicht kann ich heute schon mal in TS kommen. Ja. Wer? Tobias 33. Wir wissen doch gar nicht, wer hier runter zu uns kommt. Oder weißt du das? Was denn? Ja, wie er dann bei uns mit reinkommt, dass er die Rechte hat. Doch, geht. Deswegen haben wir ja die Gäste-Channel mit reingemacht. Ja, aber weißt du, wie du ihn dann hier runter zu uns kriegst? Das meine ich. Ja, das weiß ich. Gut. Dann habe ich gar nichts gesagt.
Würde echt mal interessieren, wie lange der gebraucht hat, um das einzustellen. 10 Minuten, wenn überhaupt. Was? Wir hätten dafür 3 Tage gebraucht. Ich hab doch schon dran gesessen, alles wieder gelöscht. Gut, dass wir uns in Solar Gamer haben. Aber seine Katze finde ich am besten. Lohnunternehmer 112, moin Glenn, grüß dich. Schönen Grüße aus Ammerland. Ja, schönen Grüße aus Nienburg-Weser. Schöne Ecke, Ammerland. Wo liegt denn der eine Ball? Der liegt mitten im Feld. Ich sag ja, meine lagen alle unten. Teilweise auf der Wiese und teilweise auf dem anderen Feld, im Maisfeld drin. Die habe ich erstmal gesucht. Ich glaube, es sind sinnvoller, die schon durch mir hier einzusammeln. Oh ne, jetzt kommt dann noch der Drescher. Hm? Hilfe! Hilfe! Soll ich irgendwas helfen? Der Drescher kommt und der Ball liegt mitten im Weg. Ja, ich bin schon drin. Ah, nö. Gib mir mal einen kleinen Schubs. Jo, ich komme. Steh auf, Männchen. Gut, der Drescher kann weiterfahren. Jo. Ja, ich kann mir gleich mal den Wagen schnappen und die Ballen schon aufladen. Bin ich am Sehen? Habe ich erstmal einen Helfer rein. Achso. Ah, es wäre vorteilhaft, wenn die Ballen dann hier so schnell wie möglich verschwinden. Ja. Stapeln kann ich dir dann, das ist kein Thema. Nur wenn ich diesmal den Liebeck kriege. Das kannst du ausruhen. Ach Gott. Ich möchte den mal die und ich doch mal. Die brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Holen wir uns lieber die Krone. Machen wir später, holen wir dann die Krone. Oder haben wir den hier auch nicht? Auch die Schweinestalle und die Schafe da oben richtig gut. Habe ich mir zum Beispiel noch nicht angeschaut. Ganz oben links sind die. Und auf der... die Oberpfalz ist am schönsten. Oh, gibt überall schöne Ecken. Die Stelle, die sie jetzt... Platinum Add-on aufgemacht haben. Die haben wir auch gut gemacht. Gut, dass der Shop nicht so weit weg ist. So. Ich glaube, wir haben nur die Fliegel ohne dieses Auto oder diesen Autoload. Genau, die habe ich verkauft. Ich hole jetzt den Autoload. Okay.
Ember. Wo ist denn unser Hoflager? Ach so. Das ist nämlich ein Problem. Existiert keins. Gerade auf. Deswegen habe ich bei mir selber einen auf den Hof gesetzt. Und das hast du vergessen mit reinzunehmen. Ich glaube, das ist nicht drauf, ja. doch zu schnell alles gemacht, pfui. Aber es muss irgendwo. Gegenüber ist ja so ein Silo, ne? Und ich habe gedacht, was ist das? Weil es wird ja eigentlich auch nicht als Verkaufsstelle angezeigt, aber ich habe es da reingekippt und habe da Geld gekriegt. Oh. Kannst ja nochmal probieren. Vielleicht war es bei mir. Ich habe falsch geguckt. Genau gegenüber von Hof. Da sind zwei so Einfahrten. Jo, ich guck mal. Erstmal muss ich den Drescher aber abteilen. Ruhig, Brauner. Quaderwald wollen wir nicht. Die wollen wir. Ich glaube, der Ente und dir mag den einen Baum hier nicht. Oh, ich sehe gerade. Überhaupt nicht gemocht. Nee. Wie ist denn der Preis von Gerste? Ah, der Preis von Gerste ist im Keller. Ja, aber es wird doch hier 11.000 Liter im Lager angezeigt. Ja, deswegen. Aber wo ist denn das Lager? Ich meine, kannst ja auch mal reinkippen, mal sehen, was er dann macht bei dir. Jo. Jetzt weiß ich, ob er in den linken oder in den rechten rein muss. Dass vielleicht die eine Verkauf ist und die andere zum Einlagen. Aber du kannst es ja auch wieder rausholen, da sind ja die Dinger, die Rohre dran. Nee, hier kriege ich Geld bei der einen Seite. Dann guck ich mal. So. Können sie nicht mehr wegrollen. So, jetzt kippe ich hier mal ab. Kriegen wir auch Geld. Oh Gott, das macht Hilfe. Ja. Warum kippt der seitlich ab? Und wenn ich unter dieses Rohr hier fahre, das sieht da was. Hast du das schon mal ausprobiert? Nee, da habe ich noch nicht probiert.
Nee. Passiert auch nicht. Frag gleich mal Mr. Google. Oder YouTube. Mal schauen. Tobias fährt jetzt Ball rum. Ja, das bringt schon was. Schafft was. Wo sollen die Ballen dann eingelagert werden? Also ich habe die bei mir, wo die Anhänger drunter standen, da habe ich sie reingepackt. Ah. IPR. So. Eingabe. So, mein IPR habe ich schon mal gekauft. Anhänger. Ein paar habe ich zum Kompostheil gebracht und da runter geknallt. Was heißt ein paar? Ich glaube, ich habe über 300 Ballen gemacht den Tag. Gut, aber du hast noch Gras, glaube ich. Genau, oder? Gras und Silage habe ich gemacht. Habe ich hier wenigstens die Lilly reingemacht? Oder auch nicht? Lilly? Die Lilly-Presse? Nein, habe ich auch nicht reingemacht. Was, das nächste Mal nimmst du dir bitte mehr Zeit. habe im Zug Zuckerrohr 178.000, ne, 178.608 Kilo drin. Oh, das gibt aber Knaster. Der Drescher schon wieder voll. Wolltest du dir die Motraner noch holen? Hm. Gut. Wollen wir mal Multiplayer machen? Muss mich nicht mit einer rausziehen, ich hänge fest. Ich habe mich total verkeilt mit den Anhängern zwischen den ganzen Bäumen. Selbst mit Seilwindeln. Dass man da keine Kettensäge hat, du Scheiße. Ich muss gucken, ob es diesen Monat noch funktioniert. Was mein Taschengeld noch so rausspuckt. Ja. Also meiner Kasse ist momentan ein tiefes schwarzes Loch. Das glaube ich. Weil ich mir mehr Arbeitsspeicher gekauft habe, der ist ein riesengroßes Loch. Ja, am 30. kommt ja die Strohbergung raus, die habe ich ja vorgestellt. 45.945 Euro bekommen. Das lohnt sich. Weil man hat ja echt, also Zuckerrohr, eine Riesenernte, ne? Was da rauskommt. Ich habe es gestern gesehen, also wenig war es auf jeden Fall nicht. Nee, also ich denke mal auch mehr als Zuckerrüben.
Disco, wie das aussah. Der war ja auch okay. So voll immer. Dann hol ich mir dieses DLC-D. Auch die Maschinen, also was sie neu reingemacht haben dafür. Das... Aber man hat auch noch eine größere Maschine, mit der man das Bückrohr ernten kann, oder? Ja. Aber die kostet 349.000. Oh. Also fast so viel wie eine Rübenrode. Ja. Wieder Let's Blue, grüß dich! In echt, ja, das war schön. Wenn ich jetzt 45.000 Flocken kriegen will, dann will ich auch was anderes machen. Ich hab mir einen super Schreibtisch geholt. Ja. Der dann schon gleich diese coole hat, oder? Ja. Seine Anfertigung am Tisch da gleich machen lassen. Einen kriegst du noch rauf. Jo. Dann kannst du ja dann weiter pressen, dann stapel ich die dann schon mal, dass die wegkommen. Achso. Dann zeigst du mir, wo die hin sollen. Na, stapel ich. Das Einzige, was du hier brauchst, dieser Streuwagen für Stroh. Das funktioniert hier leider nicht, dass du einfach so reinfährst mit Ballen. Dann automatisch dann musst du einstreuen. Werden. Ja. Alles ausprobiert. Ging nicht. Oh, Eier. Ah, die sind im Stall drin, alle. Ja. Aua, schon wieder bei der Füße. Ich weiß, wo wir Plattfüße herkommen. Hat er feine Füße? Hier oben? Ja, ich habe sie doch hier runtergebracht. Hier kannst du nämlich schön rauffahren. Wollte die stapeln? Kannst du ja auch hier hinter einstapeln, ne? Da hinten? Ja. Hier. Würde ich eher machen. Dann nahe ich sie jetzt hier ab. Jo. Ableiter. Bitte auf Seite. Der Seite. So. Hier. Was denn? Hier auf der Seite, wo ich die. Ja, hab ich. Nee, bei mir ist es noch auf Anhänger. Nee. Rechts ja? Steht bei mir. Ableiterseite rechts. Ja? Ja. Ist abgeladen? Zack. Guck. Wo ist das Lukas weg? Unter den Beinen. Toll. Ups. Ich hab Lukas platt gemacht.
Und mein. Sehen, ob der Liebherr mir mehr Glück bringt. Wenn beiden geflogen kommen, ich weiß nicht. Euch voll im Roten. Ha, ich heute noch nicht. Bing, bing. Habt ihr schon etwas Weihnachtsvorfreude? Jein. Ja. Ich schon. Ja, Lukas schon. Der kriegt das eine. Kriegt er mal. Tolle. Ja. Und wenn ich die Seitenkonsole habe, dann können wir gerne 24 Stunden das Spiel warten. Vorher nicht. Bin ich nicht nur Mr. Blatt. Ab Fuß, jetzt bin ich komplett blatt. Beim Gleister. Ja auch nicht mehr lange hin bis Weihnachten. Was, was? Alter, werde ich auch Multiplayer machen. Weihnachts-Multiplayer. Oh. Ach, warum schieße ich die Beine mal hier rum? PC oder? Mal gucken, vielleicht beides. Ist aber schnell voll. Heiligabend habe ich dann Grund länger zu zocken. Das stimmt. Muss Qualitätskontrolle machen. Ja, das ist auch das einzige Gute. Der Rest ist Schrott von nicht eins. Vielleicht haben wir Glück zu bringen, irgendwann nochmal ein besseres raus. Also ich finde, der Preis für das Lenkrad ist richtig übertrieben.
Ja. Für so ein Stück Plastik so viel Geld zu bezahlen. Das war eigentlich eine Frechheit, von der Qualität rauszubringen. Aber so war es ja gut. Kann ich wenigstens ETS spielen. Das hätte ich mit dir nicht machen können. Doch schon. Ich glaube nicht. Dass... Mit. Doch, mit Tastatur. Oh nee. Denk dran. Da musst du A oder B drücken, um zu lenken. Ja. Rübelmonster 40, moin, grüß dich. Editor, grüß dich. Hast du nicht eine andere Ballenpresse gehabt? Ja, jetzt sind wir auf dem Server. Multiplayer. Da habe ich die leider noch nicht drauf. Muss ich noch mal. Habe ich vergessen. Nee, sagt nichts gegen die Tastatur. Wer es mag, gerne. Also ich bin damit nicht zurechtgekommen. Ich auch nicht. Ich habe ja am Anfang ja auch LS mit Lenkrad gespielt. Mit Tastatur. Oh. Bist du verrückt? Nie wieder. Da war ich froh, wo ich den Controller gekriegt habe. Und dann irgendwann das Lenkrad. Und dann das Lenkrad, ja. Das habe ich mal eine Woche behalten. Ich habe bis jetzt mit den Logitech noch kein Problem gehabt. Doch einmal hat es mich eben aus dem Spiel geworfen, aber sonst. War auch nicht, nur halt. Weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich immer komplett alles ausmache auf Strom. Hat ja auch nichts, dass du gesagt, nur der Spieler mit empfunden hat. Genau. Also für mich war das eine Quälerei. Es gibt ja welche, die zocken ja nur mit Tastatur, ne? Also Würde ich wahnsinnig werden. war ich nur Respekt. Gibt da manche, die spielen ETS Oh, da hinten 2 ist ja mit auch ein Ball, sehe Tastatur? ich gerade. Hm? Ist auch ein Ball. Oh, da bin ich aber schnell hin, da nehme ich gerade. Der Drescher in der Nähe. Nee. Mal sehen. Oh. Dann aber mal schnell. Immer wegnehmen. Soll ich die 3 hochstapeln oder nur 2? Wie du möchtest, wie du zurechtkommst. Ich habe bei beiden ein Problem. Ja. Die denn lieber? Deswegen frage ich dich. Von mir aus können wir auch 3 machen, um mehr Platz Gut. haben. Oder? Gut, Platz gibt's hier genug. Gleich fertig. Mal gleich ein Feld höher schicken. Die Bäume wegmachen, weil der Helfer gegen die Bäume fährt. Ach, es geht, dann fährst du halt die erste Runde selber, mache ich auch dann. Und dann geht das wieder. Ah.
für diesen Spieler scheint die Tastatur wie Klavier zu sein und beherrschen ist auch so. Das war ja Respekt. Respekt, wer sowas kann. Drescher, ich komme. Steyr-Fan, grüß dich. Oh, neues Foto. Der Ballanhänger von euch ist von euch verändert worden und oder welche John Deere habt ihr? Der Ballanhänger ist ein Privatmod, den haben wir immer mal bekommen. Bitte fall nicht um. Warum? John Deere, das ist. Das ist Mod vom LS-Portal. So, ich frage mich bloß, warum der hier Spur verloren hat. Oder da doch der Ball gespielt. Ah, Wild ist neu, okay. Ja, ihr müsst immer den Helfer vom Baum zu entfernen und wieder losschicken. Ja, du fährst die erste Runde komplett. Das geht auch. Guck mal, diese Hosch, die hat ja jetzt 12 Meter Breite. Wenn du einmal rum bist, dann reicht der Platz. Okay, ich mache ab jetzt nur noch zwei hoch, weil sonst wird der Stab relativ unstabil. Okay. Weil dann wackelt der so hin und her. Das wird doch zu heiß, bevor die ganze Arbeit umsonst war. Das finde ich ein bisschen schade, dass wir den Ball immer noch nicht so richtig Griff gekriegt haben, dass ich immer so rumeiern. Ja. Deswegen mache ich jetzt lieber zwei hoch, da sind wir auf der sicheren Seite. Ja. Sie muss die Leute aber stehen gelassen hat. Wenn die so rumeiern, ist es auch schwer, dann Ballen draufzustellen. Kein Thema, Löcher. Vielleicht
ist der Helfer LS19 intelligenter und flexibler. Das wäre immer schön, ja, wenn sie das hinkriegen würden. Tobias, das 21 Schweinchen sind eingezogen. So. Ey, ist ja schon wieder weggeflogen. Die ärgern mich. Ach, jetzt weiß ich, wo es hat. Ah, hier, gut. Nein, Lukas ist noch drauf. Der ist gerade auf dem Hof und kämpft mit den Ballen. Nicht gerade sehr leicht ist. Vor allem mit Rundballen. Warum verkauft die diese was? Doch, die Sachen verkaufen wir nach und nach. Machen wir schon. So, jetzt ist er leer. Jetzt können wir verticken. So. Schöne Grüße von Steierfan, Lukas. Schöne Grüße zurück. Schöne Grüße zurück, Steierfan. Ich trinke Booster mit Wasser. Was ist denn Booster? Auch so ein Energy-Trink? Wann bringst du mir die nächsten beiden? Kleinen Moment, ich muss mal den Drescher holen. Und dann zum nächsten Feld rüberfahren. Achso. Ich wollte nur, nee, so eine grobe Zeiteinschätzung, wann die nächsten kommen. 10 Minuten? Also jetzt habe ich sie alle umgekickt. Das ist gut. Jetzt habe ich den ganzen Haufen umgewedelt. Aber ich muss mir doch den Manitou holen, der Lipe, der... Ich verstehe nicht, warum der Lipe immer so doll hin und her wackelt. Ist dir schon mal aufgefallen? Nee. Noch nicht? Nee. Sobald man den Arm irgendwie höher macht, wackelt der richtig rum, was beim Manitou nicht so ist. Auch wenn der Manitou mich immer ärgert. Nee. Komisch. Oder generell, die Teleskoplader mögen mich nicht. Energy Drink, okay. Oh.
Welche Schlafmittel habt ihr? Ja, das ist dieses 700er Pack. Und Matador. Hey, wir gucken gleich nochmal. Oh Junge, du bist aber mutig hier. Hier Zebrastreifen. Marie, grüß dich! Boah, Thomas. Ach, ich kann mich gerade so konzentrieren, da kriegst du die. Hallo Marie! Also, oh. Entschuldigung, Lukas. Oh, guck mal, Sonnenschein ist wieder da. Jetzt habe ich die Ball weggekippt. Also du hast die nächsten 5 Minuten Hofverbot. Du darfst nicht zum Hof fahren. Muss erstmal wieder für Ordnung sorgen. Ja, das ist die 700er Serie, genau. Das ist jetzt hier der größte, 780er. Ich habe mich auch erschrocken. Oh, sorry Marie. Wollt euch beide nicht erschrecken. Macht er gleich schon wieder. Irgendwie. Was? Da fährt er. Ne, er fährt. Okay. Alles gut. Sieht mal aus, wenn er da steht. Hältst du denn davon, wenn wir den Liebherr dann hoch zum Komposter bringen und hier zum den Hof, den JCB benutzen? Das können wir machen. Weil der hat dann noch mal ein bisschen mehr Leistung als der Manitou. Ja. Dann bringe ich den Liebherr, apropos Komposter. Aber nicht der auch den Kramer drin? Den Kopplader Kramer von Hof Bergmann der? Aber warte, ich gucke. Der ist aber unter Frontlader. Der müsste unter Frontlader sein, ja? Ja, haben wir. Muss man den probieren, vielleicht ist es sehr besser. Da ist aber wieder das Gute, der ist fast so ähnlich wie der Teleskoplader. Also mir ist es egal, ob den Kramer oder den JCB nehmen. Welcher ist dir lieber? Ist das auch egal. Nein? Du entscheidest jetzt. Probieren, ne? Ob der vielleicht besser ist. Aber das Problem ist bei dem, der hat, der Ballenspieß hat nur 2 Zacken und beim letzten hat er 3. Aha. Weil ich nehme ja manchmal 2 Ballen, weißt du? Die nebeneinander liegen, nämlich. Geht mit dem Ding, glaube ich, nicht so gut. Ja. Ja, den kann man konfigurieren, den. Das habe ich ja gerade gemacht. Können Sie mir helfen? Wo ist der Komposter? Hier oben, wo ich jetzt gerade bin. Da fällt 40. Da, wo der rote Punkt ist. Der rote Punkt. Okay. Auf der Karte.
Wenn ich dann schon mal hinfahre, kann ich gleich gucken, ob wir da auch Diesel brauchen. Genau. Ich weiter köpfen. Aber erstmal will ich den Helfer hier gleich loschen. So. Okay. So, was wollen wir hier drauf machen? Ach, Körnermais brauchen wir auch. Dann machen wir hier auch nochmal Mais drauf. Dann machen wir das rechts, das ganz große Feld zum Häckseln. Andere CCM. Und ne, Körnermais für die Schweine. Okay. Ich habe doch diesen einen Mod, der ist aber leider hier auch noch nicht drauf. Wo du Getreide, Wurzelfrüchte und Mais reinmachen und ganz einkippen. Und dann kriegst du Schweinefutter fertig raus. Du meinst hier diese Art Futtermischstation? Ja, das ist so ein Silo, Rampe, da kippst du es rein. Genau. In dem Sinne ist es ja dann eigentlich eine Futtermischstation. Ja. Ach, auf 41 ist ja auch noch was. Ja. 41 gehört auch gut. Aber ich weiß nicht, ist das ein Grasfeld oder ein normales? Kannst du innen drin auch Sachen öffnen? Meinst du jetzt beim Drescher? Oh, das Tor geht sogar automatisch auf. Komposter? Hallo? Ich noch mal gucken, das weiß ich jetzt nicht genau, ob man da auch St. Güter. Wie hieß denn der Hart? Der Kompost ist verschwunden. Wie verschwunden? Bitte nicht. Gibt's nicht? Hier stehen lauter Hallen. Hä? Du hast gesagt, wo der rote Punkt ist, da bin ich hingefahren. Ja. Aber ich finde kein Komposter. Oder war das da? Selber mal gucken. Ach, nee, du bist beim orangen Punkt, ne? Nee, oder? Ja, der rote ist nämlich hinter dir. Kann ich auch hier rum. Ich hab gerade wie verschwunden. Mann, da hätte ich die Karte doch groß machen sollen. Genau. Jetzt weiter hoch und dann auf der linken Seite. Da ist der rote Punkt. Das ist wieder so typisch ich, ey. Mann. Komposter, ich komme. Aber diesmal wirklich. Ich sehe da was Rotes. Ah, der Komposter. Er ist wieder da. Aber es sieht so aus, als brauchen wir oben diesen. Ja, du, ich guck gleich mal. Genau. Oh. Ja, wir brauchen Diesel. Okay. Aber weißt du, was mir hier auffällt? Hier kann ich diesmal keine akrobatischen Kunststücke machen. Hinten kann ich nicht durchfliegen durch die Wand. Mhm. Du kannst das schon mal aufmachen. Da kann man natürlich nichts aufmachen. Dann haben wir hier auch nochmal die Tür.
Ich sehe gerade bei der Tankanzeige unten rechts sind zwei Tanks, die orange und blau. Genau, der blaue ist zu sehen, oder? So. Da zum Beispiel, genau. Das ist der Blue Ad Mod. Und zwar musst du Ölwechsel machen. Da ist es. Du musst nämlich Ölwechsel und Öl auffüllen. Entweder mit Kanistern. Oder mit den, wo ist er? Jetzt muss ich mal gucken. Die wäre es, glaube ich. Hier. Damit kannst du dann das Öl wieder auffüllen. Ne? Schneidewerk kann man auch konfigurieren, ja? Kann sein, dass es hier keinen Verkehr gibt. Doch, es gibt Verkehr, aber ganz wenig. Die fahren oben mehr, obwohl die Hauptstraße ist. Da fahren ein paar. Ach so. Das ist eigentlich ganz angenehm hier. Also Verkehr kann man ja echt anlassen. Ohne dass er einen behindert. Ja. Funktioniert leider aber nicht bei allen Fahrzeugen, dieser Ölmod. Bei Fendt ist er auf jeden Fall. Ja, beim MF-Drescher allerdings war er auch, genau. Ja, auch bei den Dreschern hat man das auch. Aber wie gesagt, bei den Mods sind die leider nicht überall drauf. Bei den Standardfahrzeugen sind sie überall drin. Nee. Nee? Nicht überall. Bei mir hier auch nicht. Bei den PSK-Blader und so. Okay. Ist auch ein Standardfahrzeug. Ja. Kannst du vielleicht das DLC zeigen? Ja, kann ich machen. Moment. Bin sofort wieder da. Jo. Den Ball rausschmeißen. So, Hosch. Da ist er. Und zwar ab hier geht's los. Einmal den Selbstfahrer. Die drei Grubber. Die zwei Seemaschinen. Düngestreuer. Güllefass, die Anbaugeräte dafür, Schleppschlauch, Gülletransporter, Überlade, Flüssigkeitsdüngertransport und Mineraldünger oder Saatgut kann man hiermit transportieren und überladen. So, ups, hoppala. So, und dann haben wir noch reingemacht, was gestern neu rauskam. Das Wenhus-Paket, da. Da sind sie. Die vier sind in einem Pack drinne. Oh, kein Problem, Seierfan.
Drehscher ist voll. Ja. Schnell leer machen. Ja, guck, Adi, grüß dich. Ja, 12 Meter Breite, das merkt man schon. Das bringt schon was. Warum läuft die Zeit vor? Ich hab die Zeit. Was hast du? Warum steht die Zeit auf 5? Das ist eine gute Frage. Sehe ich auch gerade. Jetzt auf 15. Nee. Jetzt auf 0. Eisbären. So, dann kann ich ja weiter pressen. Achso, ich wollte dir ja noch Ballen bringen, ne? Ja. Jo, mach ich. Noch welche für mich habe? Na klar. Die Antwort habe ich befürchtet. Kommt ja noch mehr. Nächste fällt auch noch. Ja, brauchst du einen Komposter.
ich schon genug gemacht. Du kannst dann aus 7 und 8 die Zeit verändern. Die 7 und 8. Ne? Den ich erwischt. Nein, sind noch nicht genug. Oh, 4, 6, 8 Stück passen auf. Okay. Cooler, cooler, cooler. Hast du hier noch gar nicht gehört heute? Nö. Bleib stehen, bleib stehen. Nein, da wollten wir genau vor der Nase. Ah, weil. Willst du fangen die Ballen? Da folgt er mir auch noch. Ach so, Lisa hat jetzt OTS. Ja, hat sie gestern geschrieben. Die war kurz nach dir und kurz drin. Ich weiß nicht, der hat irgendwie immer das perfekte Timing, nach mir zu kommen. Ja.
Ja, ist doch schön. Passt doch. Ist das jetzt kostenlos, oder? So, 1 Euro irgendwas. Pro Monat, oder? Einfach nur einmal, du kaufst dir das einmal. Ach, einmalig? Hm? Ja, das ist okay. Das kann man ja verkraften. Ja. Aber ich finde, das ist irgendwie ein bisschen schwerer einzustellen als auf dem PC. Achso, aha. Weil du musst da verschiedene Sachen noch aktivieren und... Ach. Haben dann eine halbe Stunde gebraucht. Ist das dann als App oder wie ist das? Ja. Dann als App auf deinem Handy. Und wie geht's dir? Den Umsprechend entsprechend, den Umständen entsprechend, oh Gott. geht so einigermaßen. Hat heute riesen Schwein gehabt. Hätte auch völlig ins Auge gehen können. Ja. Dachte doch, dass du irgendwie so eine Anziehung. Erst dein Bein. Ja, ich habe schon gesagt, jahrelang habe ich nichts gehabt und dies Jahr kriege ich alles. Voll. Ich komme. Nein! Nein! Dir geht's gut, Sascha, das ist toll. Welcher Sascha ist denn das? Was meinst du? Welcher Sascha ist denn das? Schmidt. Yes. Mit den DS war doch der mit, oder? Ja. Das war's. Ah, da sieht der schick aus. Hä? Der Wagen ist doch nicht voll. Doch. Nein. Doch. Bei mir ist nur die untere Schicht wieder. Jetzt? Immer noch? Wo kommen denn die jetzt alle her? Das war doch eben noch so wenig. Ich mag dich, du Thomas und Lukas. Oh, danke, Sascha. Ich fühle mich geehrt. Yeah. So. Warum kommt er nicht in den Test? Wir können Hilfe gebrauchen. Sorry, ich kann nicht in CS kommen. Ach so, okay. Oh, sie ist schon nicht da.
Du Lockgamer nicht. Sascha nicht. Wir fehlten noch Tobias nicht. Ja. Auf den haben wir schon länger nichts mehr gehört. Nee, ich auch nicht. Und Axel auch schon ganz, ganz lange nicht mehr. Die Heizung entlüften. Ach, Heizung lüften geht auch schnell. Ja gut, kommt auch an, wie viel Heizkörper man hat. Oh, das müssten wir hier oben auch mal wieder machen. Aber naja, bei Computer heizt ja die Bude genug auf. Ich habe auch schon zu meiner Mama gesagt, weißt du was, wir können bei mir eigentlich die Heizung ausbauen. Ich habe ja so gesagt schon eine Heizung. Da hat sie mir nur einen Vogel gezeigt. Ansonsten, wenn ich noch einen größeren kriege, brauche ich gar keine Heizung mehr. Dann würdest du mich endgültig für verrückt erklären. Vier Stück, na ja, das ist ja auch 20 Minuten Sache. Lüften. Dann wieder ein bisschen Wasser nachfüllen. Zwei große, zwei kleine. Ich weiß, wo soll... Was soll zweite ist am Hof? Was meinst du, Drehzockt? Meinst du das Lager? Hoflager? Weißt du, wo das ist? Aus mit der Sprache! Ist das oben bei den Schweinen? Steve, hi, grüß dich! Mensch! Verwöhnst uns denn jetzt richtig? Ja, okay. Dann ist das doch der da oben. Schweinehof, okay. Kaum hin. Ist die Tour dahin. Werde ich mal ein Käffchen machen.
Ich bin gerade den Großen dran im Wohnzimmer. Wenn du rein verstehen auf den Hof ist, da am Anfang am einen soll das mit Dünger außerdem sieht, aussieht. Ja, ich glaube, ich weiß wo. Ich werde da gleich mal hinfahren, wenn er voll ist. Ist schon die immer noch an dem großen Feld dran. Ja, das ist ja ein Riesenfeld. Aber das passt ganz gut. Ich bin hier auch gleich fertig. Dann kann er hier weitermachen. Dann klatschen wir auf den anderen Sojabohnen, ne? Und Raps. Ja. Ich nahm das. Wie ihr fällt runter dann. Wollt ihr noch eine Ladung Stroh haben oder wollen wir die dann Komposter? Der Rest zum Komposter. Okay. Haben jetzt insgesamt bis jetzt 36 Ballen habe ich bis jetzt schon gestapelt. Es kommen aber noch welche. Weiß glaube ich erstmal. Ja, genau. Und eine können wir auch zum Schweinhof bringen nachher. Ja. Ich weiß nicht, ob wir dann erst häckseln wollen oder auch schon Grasballen machen. Wir können ja mit Häcksel mal anfangen. Ja. Soll das Häcksel gut dann hin? Das zwei schöne Silos auf dem Hof. Das Silo ist aber relativ groß. Oder? Das eine steht da hinten an am Kuhstall, ne? Warte. Hinter dem Kuhstall. Neben dem. Das sind zwei. Genau, das andere ist ja mitten auf dem Hof, mehr oder weniger. Wo du durchfahren kannst. Das andere ist so am Kuhstall angebaut. Welches wollen wir nehmen? Das an dem Kuhstall oder auf dem Hof? Ja, das am Kuhstall. Ist besser zum Schieben, ne? Ja. Brauchst du nur hochdrücken. Ja. Welchen Schlepper nehmen wir denn? Oh, da ist ja ein Güllefass. Ich habe ein Güllefass gefunden. Tür geht auf. Milch.
Und dass man hier die machen kann. Hier müssen wir, glaube ich, erst probern, ne? Oh. Wo wir jetzt zuerst gedroschen haben. Na gut, da kann man aber eigentlich eine Direktsehmaschine holen, oder? Ja, aber nicht für Mais, ne? Ach, oben ist ein schöner Hoschkoper. Sobald ich hier fertig bin, helfe ich dir dann. Gerade vergessen, was du so gucken wolltest. Hier waren auch so schöne. Was braucht der 500 PS? Hallo? 360 hat ja noch nicht mal der 8R. Zwölf Meter braucht 360 PS. Der hat 14 Meter braucht 350. PS hast du denn? Gruppe. Welchen Schlepper benutzt du? Das weiß ich nicht, deswegen gucke ich eben gerade erst nach. So. Oder wir nehmen den, wir schon auf den Hof haben. Der hat ja auch 6 Meter. Dann helfe, dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen zweiten. Ich mir aber einen kleineren. Ey, wir haben doch einen auf dem Hof, oder? Ein weiterer ist noch auf dem Hof, ein kleiner, mit Frontlader. Ach, wir haben deinen Lieblingsrober hier. Ja. Oh, dann machen wir. Wollen wir noch einen Johnny holen oder wollen wir den 900er Cent? 900er Cent. Nämlich schon grubbern. Aber dann mache ich mir ein Käffchen, wenn ich dir erstmal losgeschickt habe. Du machst mal einen Kaffee, geht gar nicht. Nee, ich hatte heute echt wenig, sehr wenig. Weil ich da scheiß MH saß, bis ich endlich dran kam. Jetzt los. Oh! In den. Was denn? Ey, ich bin ja abgeschossen wie eine Rakete eben. Wo bin ich jetzt gelandet? Auf Kuhweide. Du warst doch gerade so abgehakt. Ja. Hing ihm alles und dann bin ich losgeschossen. Weißt du, wie mir das heute gefällt, dass du derjenige bist,
der übers Feld schießt. Und nicht ich. Ja, Lukas, grüß dich. So, meine Gruppe. Der stand. Irgendwo. Ah, da ist er. Ich sehe ihn. Der Helfer hat jetzt schon wieder seine Arbeit abgebrochen. Entweder ist der Johnny fertig. Warte, ich gucke. Johnny. Ist das eine große Maschine? Ja, ne? Okay. Endlich mal für Mais eine größere. Wir hatten eine Zapfwelle am Hühnerstall hingeschmissen. Ohne es nur sehr gerne, ich war es nicht. Oh. Ich komme hier rein. Das erste, was ich höre, ich mache mir erstmal einen Kaffee. Hast du einen neuen Drescher gekauft? Ich hab wohl gesagt, den anderen haben wir jetzt vertickt. Ach so? Was gerade neben dem Silo? Ich war gerade neben dem Silo? Das ist das Hofsilo? Wo ganz Zeit dran vorbeifahre? Ich dachte, das wäre für Saatgut. Nee, oder? Oh, muss sehen. Das sieht aus wie Saatgut hier. Oder? Gut. Also ich würde sagen, das sieht aus wie Saatgut hier, was hier drin liegt. Also was? Wir testen das gleich mal aus. Alter, kannst du da stehen bleiben? Ich hole den. Links. Ja. Case. Oh nein! Ich war mal zur Seite. Aber erst tanke ich den Klaas schnell doch mit. Ja. Den Dreh haben wir mal. Weil es so klein aussieht. Sieht gar nicht aus wie ein Silo. Wir werden es gleich sehen. Ich hab gedacht, das ist für Dünger. Ja, Lukas holt den Anhänger. Dann, das testen wir jetzt mal zu Edison. Das wäre ja der Hammer. Ja, vor allem witzig. Ja gut, bis Lukas da ist, kann ich ja schnell ein Käffchen machen. Käffchen machen. Oder? Richtig. Ich sag, du schaffst es nicht. Oh, ein Baum. Komm, zieh, du doofer Schlepper! Ja, wir müssen bald mal aufrüsten. Größere Anhänger und stärkere Maschinen.
Sieh, 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 hast gleich geschafft. Ach, endlich asphaltierte Straße. Bin mit 25 übers Feld gegangen. Jetzt höre ich ihn. Ja, und ich habe meinen Kaffee geholt. Haha. Und entschieden. So, Stunde der Wahrheit. Tatsächlich. Ich glaub's ja nicht. Kann ich mir aber gar nicht vorstellen. So, dann gucken wir mal rein, was zeigt er jetzt an? Jetzt müsste ja. Achso, wie viel hatten wir da drin? Irgendwas mit 11.000. Ja, 29.408 haben wir jetzt. Tatsächlich. Ja, aber da, wie willst du das denn da wieder rauskriegen? Mit so einem hohen Anhänger kommst du doch nicht unter das Rohr. Ja. Oder täuscht das jetzt nur? Die müssen den gehen. Die gehen Kampel noch drunter. Eng. Ja, aber die kann man genau. Warte. Aber rausholen kann ich es nicht. Erste wird bei mir 0. Bei Weizen. Weizen war das. Und kann hier auch Heu, Gras, aha. ECM kann man hier auch lagern. Siehste? Kraftfutter, Stroh, Silage, gemischtes Futter für die Kühe, Mischration, Zuckerrüben, Kartoffeln, Körnermalz, Sojabohnen, Sonnenblumen, Raps. Dann geht's wieder von vorne los. Das ist ja gut. Durchgezockt. Sauer. Muss man ja mal sagen, ne? Das ist ja unglaublich. Der Case muss weg, das ist ein doofer Schlepper. Rüst jetzt auf. Oder? Der Case kann weg. Jo. Dios amigo. Gibt ja diesen anderen Joskin, diesen flachen für 31.000 Liter. War das nicht sehr, sehr so? Ja, ich gucke jetzt erstmal nach einem neuen EDR Landmaschinen Agrarservice. Moinsen, grüß dich. Grüße mal Sula Games. Alles klar, mache ich dann. Wenn ich wieder höre. Soll ich mal einen Steier nehmen? Können wir auch. Dann Waldra. Steier Terros, ne? Der ist auch nicht schlecht. So. Waldra. Gut, gut. Ich habe zwar gerade die Maschine gefunden, die ich benutzen würde, aber die ist total übertrieben. Weißt du, was schätzt du, welche ich benutzen würde? Total übertrieben? Da muss nach der. Hey. Hey. Hier gemacht. Hat noch mehr PS als der 8R. Nee, da bloß nicht hier diese Python oder. Und. Heißt ne Challenger. Challenger, oder? Dieser Python. Dieser Raupenschlipper. So, Python, wo bist du? Doch, wir kaufen Geld. Okay. So viel Geld habe ich gar nicht. Kleine Joski kann auch da drunter fahren, beim Silo. Ja, der andere müsste auch abpassen. Der Dreiachser für 31.000 Liter Volumen. Der müsste passen. Ich weiß nicht, wen ich nehmen soll. Wo mein Schiff mir. Welchen soll ich nehmen? Welchen Johnny? Oder was meinst du? Nee, welchen Schlepper? Welch aus? Wie gesagt, den Steier kannst du auch machen, haben wir auch schon lange nicht mehr.
Vergleich mal. Tendiere nämlich zwischen Steyr und Valtra. Valtra hat, glaube ich, mehr PS, oder? Der Valtra hat bis 400 PS, ja. 288 PS hat es. Hat 350. Oder der MF. Oder MF. Das geht auch. Ach, nimm mir MF. Mein so. Fahrzeug. Breitreifen? Ja. Gut. Immer breit, die müssen groß oh. aussehen. Hast du mal auf den Kontostand geguckt? Ja, eben gerade. Aber wir können ja mit Sicherheit noch ein paar Fahrzeuge verkaufen. Hier, die Miststreuer, die eine Saatmaschine, die kleine und die beiden. Gut, ich räum mal auf. Genau. So, wir gehen ab jetzt komplett durch. Ich arbeite mich von vorne nach hinten. Der Fan 300 Avario behalten wir. Ja, den haben wir noch in der Ballenpresse, den können wir später verdicken. Den Valtra? Auch eigentlich mehr. Weg. Eigentlich oder? Weg, genau. Gut, tschüss Valtra. Ace behalten wir, den Frontladeranbau kann ja auch weg dann. Ja. Lieb hier. Opa, den Flug. Kann auch weg. Opa, den habe ich halt schon dran. Der Opa hat ja gerade. Ja, dann kann hier diese kleine Quarneball kann auch weg. Die Düngerstreuer sind auch weg. Theoretisch. Nee, Düngerstreuer? Ich glaube, die Wiesen müssen wir düngen, ja. Jetzt habe ich ihn verdickt. Egal. Ups, sorry, danke. Und die Sämaschine, die eine, die Direktsaat. Die kann auch weg. Wir haben ja jetzt eine. Wir holen ja nachher die andere Bosch. Fabi X, grüß dich. Für den Stöpfer gekauft. Fabi heute nicht, aber am. Jetzt muss ich überlegen. Freitag? Was denn? Freitag machen wir Multiplayer. Also hier PC. Ach. Doch, ist endlich mal Multiplayer. Ja. Bin stolz auf dich. Jetzt können wir es ja machen. Oder war Freitag jetzt mit Lukas? Jetzt muss ich mal überlegen. Lukas, wann war das jetzt mit deinem Maisparty? Den Ball muss ich auch noch finden. Danke, Lukas. Achso, Drehzock ist. Alles klar. Wo essen, ey? Ich habe heute noch nicht mal Mittag gegessen, ey. Soll ich dir beim Probern helfen? Kannst du machen. Ich hab euren Helfer jetzt erstmal losgeschickt. Der Helfer hat, glaube ich, nicht viel gebracht. Achso, geht das schon wieder irgendwo? Ja, als du eben geguckt hast, war der Stand da. Ja, dann brauchen wir jetzt noch einen Stepper, der dann den anhängt. Der Drescher ist schon wieder voll. Nee, der ist nicht voll. Nee, ich dachte eben, der steht da. Der steht, ja, aber der hat erst 45%. Warum steht der? Steht? Ja. Ach, ich weiß, warum der Grober steht. Also ich glaube... Der ist gegen die... Der Ding, der wird ja, ja, genau.
Dann übernehme ich den Thresher eben selbst. Oh, okay. So, so Thresher habe ich gerade losgeschickt. Dann hätte ich jetzt auch eigentlich weiter geforschen. Naja. Den anderen müssen wir noch losschicken, ne? Mit dem Grubber. So, Marie. Der steht da oben nur am Blumentopf. Ja, dann kann ich ja auch schön. Dann kann ich ja eigentlich selber grubbern, bevor ich den Helfer da wieder einstelle. Ja, so, ich stell mal den MF hin. Oh, nee, du spuckst ja jetzt den Ball aus. Oh, gleich abgesammelt. Ups, ich vorher sagen, wo geht's denn hin? Rausgesaugt. Ja, hallo. Sehr schön. Nee, das passt schon so, Lukas, genau. Am Freitag machen. Ja, Mais fertig. So, morgen so erstmal gucken, wie lange ich unterwegs bin. Morgen wollen wir, glaube ich, wieso ETS, oder? Morgen abends wollte ich nochmal ETS machen. Morgen Abend, ja. Also nach PS4. Muss ich mal schauen, ob ich es morgen wenigstens schaffe, mal auf der PS4 mal wieder mit. Ja, morgen machen wir die alten Steine wieder. Gucken, wann ich morgen heimkomme, dann muss ich wieder den Tagesbericht schreiben. Ja. Wir müssen jeden Tag eine Seite schreiben, die wir gemacht haben. Es fehlt nur das Kuhn-DLC hier drauf. Hosch, Kuhn. Was? Ja, Freitag. Erst Elternsprechtag. Und denke mal, so ab 4:30 kann ich da ungefähr. Ja, das passt. Gute Zeit.
Nochmal eine Runde, oh. Grüß dich. Sind meiste schon gewachsen? Jo. Aber schon. Nur so ein kleines Eckchen. Das musst du dir mal anschauen. Das ist doch gerade, ne? Ja, ein bisschen hat er noch, ne? Das war bei mir auch so, die Ecken. Boah, ich bin nicht mit dem Drescher abgegangen. Ah, wo war er? Das Lenkrad. Also. Das sieht. Spielst du schon lange LS? Seit den 15er. Aber Konsole und dann PC erst seit... wann haben wir angefangen hier? Mai? Nee, ja. Später, ne? Mai, Juni? Nach Juni. Nee, später war das. Das war im Sommer erst. Bei Juni. Und Mai habe ich erst mit YouTube angefangen. Juli, August, glaube ich, ja, oder? Ja, irgendwie so rum, ja. Bedenkt, dass 15 hatte ich eigentlich nur für meine Tochter eigentlich geholt. Aber ist dann bei dir hängen geblieben. Ja. Aber ich glaube, ich weiß jetzt, warum es bei ihr nicht funktioniert. Warum? Die muss das bestimmt einstellen als primäre PS4 Konsole. Da muss ich mal nachfragen, ob sie das gemacht hat. Weil ich verstehe den Sinn und Zweck an der PS4 Pro wieso nicht. Wenn du keinen 4K-Fernseher hast, merkst du da gar keinen Unterschied. Ja, ich finde 4K ist eigentlich schon bald gar nicht mehr fürs menschliche Auge sichtbar. Wenn du gutes HD hast, das reicht völlig hin. Vielleicht später bei manchen Spielen vielleicht, dass du dann irgendwann mal merkst. Na. War schon wieder mal rot eben. Ja, mal gucken auf den Server. Nee. Keine Fehler zu sehen. Alles gut.
Ach, die Saatgutmelder können wir auch wieder verkaufen. Das ist jetzt, wo man auffüllen kann. Also drüben sind ja noch Sojabohnen drauf. Auf Feld 41. Ne, nee, da wo jetzt groß? Nee. 40? Hier oben? Da wo jetzt der Drescher ist. So. Nebenan meine ich. Genau. Da machen wir dann. Vorne die zwei machen wir Mais. Machen wir hier Sojabohnen und Raps. Dann brauchen wir noch Rüben oder Kartoffeln. Oh, ich bin ja schon längst voll. Na, passt. Hä? Ah, ich habe ausgeschaltet. Ups. Kann man eigentlich nur Strohballen da oben reinwerfen? Nee. Den Komposter oder auch Gras alles, oder alles so Abfälle. Alles. Bin in 10 Minuten wieder da. Alles klar, Lukas. Zuckerrüben, Kartoffel, Gras, Stroh, Heu, glaube ich. Du bist voll, Lukas. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Sag mal, spinnt das Ding bei mir? Also bei mir zeigt er voll an. Alle. Kannst du ja sehen, Jan, für Ding. Nein, bei mir nicht. Dann müsst ihr ja jetzt eigentlich aufladen, macht er aber nicht. Hä? Nee, nimm den Ball nicht an. Verwirrt. Will das Ding mich verarschen? Thomas, mach was! Ich versuch mich zu verkehrt. Doofe Anhänger. Das versteck ich immer. Rutschen immer so weg, keine Ahnung. Oh, jetzt sind sie plötzlich voll. Also was? Aber ich kann hier wieso noch nichts machen, weil ich erst Diesel oben brauche. Kann man Diesel kaufen mit Sicherheit am Shop, oder? Diesel, ne, Tankstelle zeichnen. Vielleicht sogar am Hof. Dass du da voll machen kannst. Die ist da, wo du reingekippt hast, ne? Hm. Gut, dann stelle ich den einen Anhänger erstmal hier ab. Ist ein bisschen versteckt, dann die Tankstelle. Ich habe auch erst gesucht. Aber die habe ich gefunden. Weil, ich weiß nicht, was nehme ich. Glaube ich, nehme
denn eigentlich? Oh, der ist auch wieder voll. Ohne Diesel funktioniert da oben nichts. Ist nicht auch so ein Tankstellenzeichen in den von dir? Ja, bei dem orangen Punkt da. In der PS4 habe ich auch den Wagen. Aber der leitet die Ball nicht auf. Nee, auf Konsole gibt es diesen Mod nicht. Das wäre ein Traum, wenn es da auf der Konsole sowas geben würde. Ich weiß gar nicht, ist das der private Anhänger, den das, wir bekommen haben? Genau, das haben, ist der oder? Private, ja. Die haben den ja nochmal umgestellt, dass auch Bretter und alles laden kann automatisch. Wenn wir da, musste meine Bruder mal kurz zeigen, dass es Spurreißer in echt gibt. Ah. Oh, Laterne. So, ich dresche da hinten. Thomas. Was denn? Falls eine Rechnung von der Stadt kommen sollte. Ich war's nicht. Ich hab keine Laterne umgefahren. Oh oh. Ich habe das Gefühl, manche Menschen sind ja auch selbstmordgefährdet. Oder hattest du auch schon die Begegnung mit diesem einen Typen da, der immer über den Zebrastreifen läuft? Ja, und einen hatte ich auch schon mal, ja. Der ist aber nicht über Zebrastreifen, der ist einfach so gelaufen. Der Hund. So. Saubur. Ob da nicht. Hallo. Oh. Hast du vielleicht eine Erklärung, warum dieser Kotto Universal Dings denn ja auch getankt wird? Geht nicht. Welchen hast du? Hast du diesen Tank genommen, den gelben Shell? So muss ich die benutzen. Musst du diesen gelben Shell nehmen. Okay. Noch ein Anhänger.
Na, klappt's jetzt? Danke. Ich habe gerade einen Anhänger erst geholt. Außerdem brauchst du ja einen kleinen Vorsprung, dass du wieder ein paar Ballen gepresst hast. Ich habe einen überfahren. Der ist einfach über die Straße gegangen. Würde mich ehrlich gesagt nicht freiwillig mit dem, jetzt funktioniert's. Mit einem Truck anlegen. Ich weiß ja nicht so, was bei dem so abgeht, aber. Auch nicht. Ah. Das hört sich schon wieder an, als wenn. Ich hab da den einen Ball übersehen. Ich hab gerade einen Satz gemacht. Halleluja, die Waldfee. Wo ist denn der? Guck mal. Ich will hier gerade das letzte Stück zu Ende. Er fährt hier mal raus. Fertig hier. Oh, meine scheiß Hand fängt an. Soll ich kommen und pusten? oh Gott, nicht. Das hätte ich fast eine Katastrophe ausgelöst.
Warum kann ich den Anhänger nicht mehr abkuppeln? Das kannst du nicht. Mal. Kann den einen Anhänger nicht mehr. Wusstest du, ich kann den einen Tankanhänger nicht. Warum? Sag doch, die wollen ja alle Ecken. Da musst du selber mal gucken. Skandalös hier. Wir haben uns ein paar Sachen gekauft. Ja. Sprit geholt für den Komposter. Geld ausgegeben für den Anhänger. Allerdings lässt der den Traktor nicht mehr gehen. Welchen? Hey. Ich komme gleich, setz mal die Maschine um. Oh. Mit der Ruhe. Bios, was los? Mann! Man merkt, dass es hier auch steil hoch geht, ne? Mhm. Als selbst hat Johnny hier zu ziehen hier. Hat Tobias jetzt TS? Ich glaube nicht, wenn er schon reinschreit. Mann! Oder ist er nicht gekommen? Der Typ. Oder wie, oder was? Oder wie? Warum? So. Ist halt. Und wieso gibt dieser blöde Anhänger den Traktor nicht mehr her? Möchte ich auch gerne wissen. Hey, Puma. Ach, da bist du. Wenn du den jetzt loskriegst, dafür. Ey. Was hast du gemacht? Ich glaube, du hast es zu schnell gemacht. Du hast ihn hier abgetankt, ne? Ja. So, wenn du da drauf drückst und rechts unten leuchtet das Zeichen dann rot, dann ist er noch nicht bereit. Musst du einen Moment warten. Hasse dich, du blöder Anhänger. Mann, das ist bitte. Ist auch schon wieder voll. Ich ruf dich dann an. Wann jetzt? Oder wenn es soweit ist. Los. Oh, was ist denn jetzt mit Internet los? Nein, 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 nein. Toll. Ich hänge im Wald. Ei, mein Ping, der ist aber jetzt gerade vollkommen eskaliert. Ah, jetzt passt es. Ich war gerade bei 20.000.
Ja, ich sag ja, vorhin bin ich auch abgegangen wie die Rakete. Ja, ich bin abgegangen wie eine Rakete in den Wald. Komm ich hier jetzt wenigstens wieder raus? Ja, was? Springen. Sieht wirklich schon komisch aus, was der hier macht. Hallo? Geht's noch? Habt ihr alle zu Wein, viel Wein hier genascht? Frankreich? Warum? Bin ja da, ist leise gerade. Also der Chat ist gerade leise. Ja, eben war auch ganz schlechte Übertragung. Auch das Bild war eben ganz scheiße, aber jetzt ist wieder alles gut. Der Komposter gefällt mir besser als auf der Nordflip. Ja? Ja. Da kann man nicht wegfliegen. Ecke vergessen. Und diesmal habe ich mir diesen Grubber nicht gekauft. Der war schon standardmäßig drauf. Nee, ich hab's gerade gesagt. Vergiss es, Komposter, diesmal kriegst du mich nicht. Ah, ich bin auch wieder vorne am Blumentopf. War ich doch. Warte. Was war ich denn? Hätte ich diese Frage dir beantworten können? bin 20 Minuten wieder da. Alles klar, Lukas. Achso, wolltest du jetzt anrufen? Dauert das lange? Weil wäre ja ein bisschen blöd dann hier im Stream dann so lange. Stell mal zur Seite. Oh, der ist auch schon voll. Nee, 5 Minuten, alles klar. Oh, was macht denn jetzt schon wieder? Hallo, wo bist du hin? Warte mal, ich setze hier nochmal neu an. Wo ich das Handy wieder erstmal holen. Wo hab ich das so hingepackt?
auf Spur. Sag dir gleich Bescheid, Tobias. Erstmal holen. Aber erstmal kurz hier abladen und zum Drescher, der ist auch schon wieder voll. Das kann ich machen. Achso. Stell ich den hier am Hof ab. Der Lukas ist schon wieder zu. Hallo. Moment. Mann verlernt. So, das Handy habe ich da, Tobias. Was, du gehst nicht ran? Handy habe ich hier. Aber ich habe eben nichts gehört. Oh, ach, ach. Ich kann wetten, dass er das Falsche geholt hat.
wieder da. Philipp, grüß dich. Morgen Altenstein. Ja, morgen ist Altenstein dran. Warum bist du denn jetzt so gut geflitzt? Bin zu zweit drin? Ja. Wollt mal gucken, was du so machst. Ah, guck. Hey, Lukas, was hältst du denn an? Sieht da komisch aus. Ja, ist halt wieder halt. Ja, musst mal ranzoomen. Geht nicht. Ach, kannst du nicht? Nein. Geht sie ganz normal. Aber du siehst, du sitzt hier, als hättest du so einen Stock im Winter. Und du hältst so ganz schön verkrampft das Lenkrad fest. Okay. Geh ich wieder. Ach, jetzt. Na gut. Nee, eben war nochmal Telefon. Erst du mich so. Ich hab vermutet, dass du das Falsche geholt hast. Nee, ich hab das am Aufladen. Ich muss unbedingt morgen, wenn ich dran denke, mal eine Steckdosenleiste holen. Die aufladen kann. Ich muss ja einen Fahrer jetzt organisieren, ich kann ja nicht fahren. Jo, ich hab einen, hat gerade geschrieben. Morgen um 8 holst du mich ab. Siehst du, läuft du. Du kannst es Lukas sagen, Thomas. Alles klar. Also, Freitag kommt. Quatsch. Freitag wird sein Rechner nochmal platt gemacht von Tobias. Da ist sein Dings kaputt. Was kaputt ist, egal. Also er ist nur auf der temporären Seite, nicht auf der normalen. Ah. Und deswegen kann er auch nicht speichern und alles. Du warst gerade abgehackt, nochmal neu. Und jetzt wird nochmal komplett platt gemacht, nochmal neu rauf. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, wird er reingeschickt. Was ist bei ihm kaputt? War gerade so abgehackt. Deine richtige Internet, also deine richtige Computerseite. Er ist nur auf der temporären Seite drauf. Ja. Konto. Genau, das Konto ist kaputt. Wie findest du das Horsch DC? Ich finde das super klasse. Ehrlich. Das ist ein schönes Ding. Wollen wir mal hoffen, dass das Plattmachen reicht bei Tobias. Ja, haben wir gesagt. Hoffentlich. Hau das dann hin. Das Hosch-DLC wäre schön, wenn das auch auf der Konsole kommen würde. Ah, schon wieder? Was ist jetzt schon wieder los? Aber heute ist aber echt. Was denn? Handy schon wieder. Was sieht der Lump, der hat sich immer noch nicht gemeldet. Ich glaube, das reicht jetzt, wenn ich den Helfer auf- und abfahren lasse, oder? Den Drescher jetzt, oder wie meinst du? Ja. Weil, das lohnt sich eigentlich gar nicht mehr. Das sind immer so kleine Stückchen hier. Ja. Wir haben ja nur noch 94.000, ich finde. Du gehörst auch schon. Alter Schmiede. Und Ballen müssen immer noch gepresst werden. Ballen müssen auch noch gepresst werden. Eieiei. Sämaschine, ich wollte nämlich gucken, was die andere Horsch kostet. 178.000.
Bei der brauchst du nicht vorgrubbern. Das ist schön. Das ist ja schön. Pressen. Auf geht's. Hat schon wieder alle eingesammelt. Ja. Hallo? Warum bremst du nicht mehr? Hallo? Kann nichts mehr machen. Kann nicht lenken, nicht bremsen, ich kann nichts machen. Das kenne ich doch irgendwo her. Das kenne ich doch irgendwo her. Hä? Ja. Lukas! Puff. Ja, ich würde sagen, dein Lenkrad hat sich gerade ausgedickt. Das kenne ich. Nicht. Da musst du wieder rausgehen, Logitech reingehen. Nein. Mal auf OK drücken. Warte, ich ziehe jetzt einfach mal den Stecker. Hi, Miss. Grüß dich! Nein. Sah gut aus! Hieße! Jetzt weißt du, wie es mir immer ging. Jetzt dreht sich das schon mal wieder, das ist gut. Jetzt muss ich wieder in die App rein. Sascha, ich will hoffen, dass der Helfer am Freitag keinen Blödsinn macht. Freitag? Ist was Besonderes Freitag?
Ach Mann. Alles verstellt hier. Das verstehe ich nämlich nicht, warum man das ab und zu mal macht. Muss ich das alles neu einstellen? Du musst, wenn du Logitech erst wieder aktiviert hast, dann kalibriert sich das Lenkrad ja nochmal. Ja, ist es ja auch. Genau, und dann musst du nochmal bei Giant, also LS, nochmal auf der Seite gehen. Bei Optionen und da auch nochmal speichern gehen. Oh nö. Da muss ich jetzt ernsthaft alles machen. Brauchst aber nicht neu einstellen, sondern nur auf Speichern draufdrücken. Die Einstellungen sind drin, aber halt irgendwie nicht mehr aktiviert. Keine Ahnung warum. Okay. Ich finde die MAN-LKW geil. Den großen, den Fünfachser. Lisa, grüß dich. Sorry, fast übersehen eben. Hi Lisa. Hey, aber hey. Diesmal, ey, Applaus, diesmal habt ihr es geschafft. Aber hier ist jetzt, der Logitech-App ist alles verstellt. Ach. Warum? Ja, gute Frage. Das möchte ich mir auch mal wissen. Oder gibt es mittlerweile neues Update, dass man das extra nochmal rumholen muss? Aber eigentlich macht er das so selber, ne? Ja. Standard. Achso. Ja, der ist besser geworden als der 15er, das stimmt. Lisa schreibt ja. Mann, warum? Was hab ich getan? Ich wollte, ihr habt nur den Dresch abgetan. Siehst du, hast vorhin noch gesagt, du hast eigentlich sonst nie Probleme mit gehabt. Ist dir schon mal aufgefallen? Aber wenn man solche Andeutungen macht, passiert irgendwas. Das war doch bei dir auch. Ja. Weißt du, wo wir auf dieser Cornwell oder wie das genau heißt, waren, hast gesagt, pass auf, gleich hängt sich mein Lenkrad wieder auf. Ja, eine Minute später, pfumm, warst du weg. Kann ich mein Lenkrad neu einstellen, also die Empfindlichkeit und so kann ich jetzt alles bei Logitech neu einstellen. Die Einstellungen sind alle weg. Und Lisa, heute wieder angemalt worden? Nee, der ist war heute noch nicht drauf. Ja, Flags. Stimmt, Flex. Da wieder stumm gemacht, weil er kein Moderator werden darf. Nee, was ganz anderes. Nee, sonst so war okay, aber. Das kann dir Lisa dann mal erzählen. Ich kann nur morgen spielen, Thomas. Wo meinst du jetzt, PC oder Konsole? Oder meinst du jetzt ETS, Sascha? Also die Logitech-App habe ich da wieder alles. Jetzt muss ich das nur noch über LS.
Weil mittags oder abends kann ich nicht spielen, weil ich muss die Wohnung machen. Ja, das ist richtig, das geht ja vor. PC, LS17, achso. Bei LS17 machen wir morgen keinen PC. genau, Lisa schreibt gerade. Er hat ihren Heiratsantrag gemacht. Ja, ich hab nur gelacht, ist doch echt. Er kommt nur bloß bei je, ja. Wenn er dann schreibt, weißt du, was ich dann schreibe? Edgy Badge, ich bin Moderator, du sehe ich. Alles gut. Jo. Ich will hoffen, dass es nur Spaß war. Aber ich tue dich nach Hause. Keine Sorge, ich pass schon auf. Da passiert nichts. Vertraue ja Lisa, alles gut. Oh, manche sind so, ne? Kaum ist weibliche Person drauf, dann drehen manche am Rad. Weil sie noch nie ein Mädchen im Chat gehabt habe, oder wie? Ja, so ungefähr. Alles klar, Tobias, dann wünsche ich dir einen schönen Abend und dann drücke ich dir auch die Daumen für Freitag, ne? Dass alles glatt geht. Wird schon. Drehzock, ich habe morgen lange Schule, weiß nicht, ob ich es pünktlich schaffe. Das ist nicht schlimm, Drehzock, überhaupt nicht. Ne? Gibt Sachen, die gehen vor. Und Schule gehört mit halt dazu. Ja, so lange machen wir ja auch nicht mehr. Ja, auch wieder früh aufstehen. Zwar nicht so früh, dass ich arbeiten gehe, aber... Ist krank geschrieben, oder wie? Ja. 14 Tage erstmal mindestens. Ist ja alles offen. Wir haben ja die halbe Handfläche haben sie aufgeschnitten. Also die Haut abgeschnitten. So. Ja. Ich hab mich vor Lachen nicht mal eingekriegt, Lisa. Ich auch nicht. Ich muss mich ganz schön zusammenreißen, damit man nicht alles hört. Ne? So, die Eins. Ups. Nullinger Rip, ich grüße dich. Wie lange willst du noch machen? Ich weiß nicht, halb zehn? Ja. Ich für die halbe Stunde. Ja, ne? Gute Zeit. Besser, Thomas. Jo, danke, Sascha. Alles klar, Tobias. Schönen Abend noch. iPhone X. Was meinst du damit? Aber jetzt könnte auch Lisa in den TS kommen, oder? Weiß ich nicht, die Nummer hat sie auf jeden Fall. Da hat meine LS Tobias? Wie es betrifft den Server? Warte mal. Ich muss mal kurz in Dings rein. Woher kommt der jetzt so nicht rein? Hier ist keiner drin. Hä? Ich kann...
Was war das? Ich war das. Hast du den Namen geändert, oder? Ja. Ich denke, ey, was ist denn jetzt los? Gulinger Reb, danke. Ich hab immer mal so gedacht. Ich sag, jetzt krieg ich hier Hörnchen hier. Das gibt's ja wohl nicht. Ey, guck mal, aber witzig. OBS? OBS. Wiederhol. Wiederverbindung erfolgreich. Jetzt ist wieder da. Hä? Wie verarschen? Was machen die jetzt immer hier? Ja, das ist wieder da. Ja, bin wieder da. Auch diesmal richtig. Jetzt geht's weiter, ja. Keine Ahnung, was heute los ist. Wie spät hier heute alles rum? Oh, der steht hier immer noch im Busch. Irgendwie kam die Meldung, OBS-Studio Verbindung verloren und kurz danach gleich drei Wiederholungen erfolgreich. Zack, und war wieder da. Von ganz alleine. Sind, aber ich weiß nicht. Manchmal ist das verhext. Okay. Was denn? Was ist das denn? Sag mal. Das Brummen hörst du nicht, oder? Ich höre hier kein Brummen, nein. Alles verhext. Es gibt Tage, da. Ich glaube, da braucht man nichts verstehen. Das ist einfach so. Da zweifelt man an seinem Verstand. Ja, also der TS müsste eigentlich bei ihr komplett fertig eingerichtet sein. Man hat's ja, die auch. Hat geschrieben, nee, heute nicht. Ist auch nicht schlimm. Wollt wieder mit dir reden? Heute hat sie kein Kind an. Heute hat sie kein? Also, heute wurde sie nicht angemalt. Heute kam also. Sie sauber nach Hause. Thomas, bist du auf der falschen Taste gekommen? Nee. Die Tastatur ist ganz weit weg, die brauche ich ja nicht, weil ich ja alles über ein Side-Panel mache. Ach nein. Bald kann ich auch sagen, weil ich alles über das Side-Panel mache. Bald. Aber es kann sein, ich kurz eine Funkstörung oder was ich war hier. Übertragung. Ich hatte ja auch ein Video ist ja bei YouTube drinne. Oder Upload nicht geklappt hat. Kannst du dich mal angucken. Alles schwarz. Ja. Live-Übertragung, alles wunderbar geklappt. Nächsten Tag gucke ich rein. Schwarz. Eine Übertragung stand dann unten drunter bei YouTube nicht mehr möglich. Von Dö. Frankreich. Der Drescher abgetankt. Ja. Hey, da ist er noch drin. 46% Weizen. Ja. Ist er noch drin? Der hat noch was.
Komm mit. Der eine Helfer hier ist auch fertig, wie es aussieht. Gut. Ich weiß nicht mehr. Der scheint fertig zu sein. In der Dresche. Du warst! Ja, ich sehe schon. Du hast einen Anhänger noch oben. Auf Kippen. Oh! Ich sehe mal. Oder ist das die Luftbremse? Nee. Falls du mal wieder abgehst. Die so, ich bin raus für heute. Hab einen schönen Abend. Wir hören uns ja morgen wieder und im Chat und einen schönen Abend. Bis dahin, haut rein. Alles klar, Lukas, dir auch noch einen wunderschönen Abend. Und vielen, vielen Dank, dass du wieder da warst. Das sah schon witzig aus. Ich hab das vor Weitem schon gesehen, Alter. Ich hab das gar nicht gepeilt. Ich hab abgeladen und dann bin ich los. Ich hab nicht geguckt, ob. Ja. Da ist dann aber gut gegangen. Geht doch noch was. Komm, das machen wir auch noch weg. Aber das mache ich ohne Strohablage. Ja. So, aufklappen. Stroh haben wir genug. Das nächste Feld, da könnte. Ich glaube, dann lass mal ohne Stroh jetzt das nächste Feld. Ja. Vielen Dank. Danke auch. Kein Problem. Macht ja Spaß, euch zuzuschauen. Okay, danke, Lukas. Dann schlaf mal gut. Ich glaube, da drüben das Feld mache ich selber. Ich habe mal Lust zu dreschen. Ja, mit dem macht es nur Spaß mit dem Klaus. Finde ich irgendwie. Heute überrascht. Ich hatte 2-3 Ruckler heute, aber sonst nichts. Also jetzt läuft auch alles gut. Achso, hab ich schon gelesen. Oh oh. Ich glaube, Thomas, du musst ins Bett. Ich bin durch. War zu viel heute.
unnötig, da müsste man normalerweise auch Mais drauf klatschen. Wie sich das fällt. Von mir aus, gehen wir mal. Wenn ich hau mal den Rest in den BGA rein. Ja. Ist da oben vorne ein paar Autos. Wo? Wo die Kopfhäuser steht. Rechts ist doch die Hauptstraße. Hm. Da fahren wir lang. Aber ich bin gerade ganz woanders da. Achso. Ich bin am Rand von der Map. So, haben wir schon ein paar Ballen gemacht. Ja. Eigentlich der andere. Johnny. Die eine Ecke muss er noch. Teil von den Stroh können wir auch mit dem Ladewagen einsammeln und Silo kippen. Müssen wir nicht alles wir haben auch verarbeiten. Moment mal, wir haben noch, ich habe extra dieses Förderband hier drauf gemacht. Hm? Mit Stroh. Das kannst du wie in der BGA dann reinkloppen. Dann müssen wir aber, glaube ich, Quaderballen machen. Hm? Schön Gärreste. Machen wir da nämlich doch Strohablage. Wo? Am nächsten Feld. Ja, da bin ich schon dabei. Achso. Ah, dann mache ich die eine Runde außen rum ohne. Danach bei der zweiten Runde mache ich dann mit Strohablage. Ja. Meine Seemaschine, die frisst aber viel. Braucht auch sehr viel. Kommt immer drauf an, was du gerade eindrehst, ne? Ich brauch mal den Anhänger hier drüben. Warte, ich komme.
coming. Steht das Bild schon wieder? Ey, ich werde verrückt, was ist denn heute los? Irgendwas stimmt mit dem Internet heute nicht. Ups. Ich glaube, du bist voll. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Ab auf. Was? Was? Läuft. Warum ist die Klappe hier auf? Welche Klappe? Da hinten, die Klappe auf einem Lüfterklappe, ja. Die habe ich auch so wenig aufgemacht, stimmt. Im Fahrerhaus. Rechts neben dem Sitz. Jo, bist du. Ah. Ja. Was? Die Seitenklappe. Die Wartung. Jetzt kommst du am Motor ran. Ja. Kannst alles aufmachen. Das auch. Und die Tür kannst du auch aufmachen, ja. Auch ein bisschen Luft hier drin. So, wir fahren mal zum Hof. Oh, Mutti hat die Wäsche auch immer noch draußen. Also, von diesen Rundballen können wir mit Sicherheit ein paar nochmal auf den Hof bringen. Schweine wollten wir noch was hinbringen. Stimmt, wollten wir auch noch. Na gut, dann bringen wir erst zurück den Schwein und zum Komposter und der Rest, der übrig bleibt, den Lager wieder noch am Hof. Würde ich zumindest machen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Kompost haben wir eigentlich schon. Oh, hab jetzt noch gar nicht geguckt. Den wird schon sein. Mal. Kompost, da. Immer noch am Arbeiten. Ja, läuft noch. Wir haben. Warte mal. 20.000? Halt. Das wissen? Ja. Mich runtergeblubst. Krieg ich im Komposter fest. So, so. Und zwar haben wir 46.000. Oh. Ordentliche Menge. Ja. Nehmen wir eine Kompostdusche. Ja, ob das weiß ich ja jetzt. Mein Helfer hat vorgestern das Feld 2 fertig gemacht. Und ist er müde? Der Helfer ist müde? Helfer darf nicht müde werden.
So, dann fütter ich den Kompost dann nochmal. Lässt du den Server über die Nacht an oder machst ihn dann aus? Den lasse ich an. Gut, dann kann der Kompost dann nämlich über die Nacht dann weiter rödeln. Deswegen fütter ich den jetzt noch. Dann höre ich auch auf. Jo, dann können wir Schluss machen, genau. Irgendwas am Wochenende an. Ja, aber dann müssen wir mal durchsprechen, was wir da machen wollen. Was steht denn morgen an? PS4 oder PC? Beides. Also erst PS4, Altenstein Multiplayer, ist von 17 bis 20 Uhr und ab 20 Uhr ETS 2. Kann ich gar nicht so lange mitfahren. Kann ich vielleicht gerade mal eine Tour oder so. Achso. Aber vielleicht ist ja Ozzy und so noch dabei. Das ist dann nicht so schlimm. Solo Gamer. Weiß ich die restlichen 6 Ballen auch noch da rein. Wenn der Komposter voll ist, aber wenn da wieder Platz ist, nimmt er sich die schon. Ja. Was wir haben eigentlich mit dem Fördern. Mal gucken, ob man auch loses Stroh reingeben kann. Da können wir uns nämlich die Arbeit sparen. Ne? Müssen wir mal ausprobieren. Förderband. Habe ich den hier noch nicht drin? Ich glaube, ich muss noch ein bisschen was machen. Hast du nicht drinne, gell? Ich war der Meinung, dass ich den schon reingemacht habe. Oder habe ich den nicht aktiviert? Das kann natürlich auch sein, ne? Aufgezogen meine ich, hast du ihn schon, aber Ja, hast du ihn meine nicht ich wie auch, aktiviert. ja. Denk auch an den Kohle. Den Kohle, Nee, ich glaube, ich schreibe. mehr. Genau, ich glaube, aber ich schreibe den noch über WhatsApp. So, finish. Genau. Bin fertig. Ich bin auch gleich fertig. Noch 2 Ballen aufladen. Ist ja auch voll. Ist schon wieder alles bereit. Zack. Jawohl. Das war's. Oh Gott. So. Der Hammers für heute. Mannschaft Rhein-Main ist auch online. Live, meine ich. Ja, da macht wieder diese umgebaute Map, ne? So, dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns wieder morgen ab 17 Uhr. Erstmal mit PS4, Altenstein, Multiplayer und danach ETS 2. Lisa, dir auch. Schönen Abend noch.
wünsche euch allen was. Tschüss.